Dass Henriette hartnäckig schweigen konnte, wusste Hermann nur zu gut. Seit er sie kannte, 6 Jahre Ehe, 1 Jahr Verlobung und ein paar unwirkliche Monate davor, pflegte sie jede noch so kleine Auseinandersetzung auf diese Weise zu beenden oder vielmehr zu betäuben, bis sie bei nächster Gelegenheit wieder aufflammen würde. Ebenfalls schweigend abzuwarten, gelang Hermann so gut wie nie. Er war ein Mensch, der argumentierte. Da er logisch zu denken gelernt hatte, gingen ihm die Argumente kaum je aus und fand er es höchst entwürdigend, keine Antwort zu erhalten. Unruhig streifte er durch die Wohnung, kehrte immer wieder ins Wohnzimmer zurück und warf einen vorsichtigen Blick auf Henriette, die seit 3 Stunden seit dem Mittagessen in ihrem alten Lehnsessel saß und deren Blick, wie meist in solchen Situationen, starr auf etwas gerichtet schien, was vor ihr stand und sich nicht bewegte. Auf ihrem Schoß ruhte die Katze und ignorierte den Kanarienvogel, der die winterliche Nachmittagsdämmerung mit der verjästen Version einer Notarzt-Sirene einleitete. »Na gut«, sagte Hermann, »vielleicht hätte ich mich etwas anders ausdrücken sollen, aber ich mache eben auch Fehler, schließlich bin ich nur ein Mensch, schließlich sind wir alle nur Menschen.« Henriette schwieg, unbeugsam stur. Um die Wunde zu versorgen, die dieses vergebliche Entgegenkommen in ihm gerissen hatte, unternahm Hermann einen neuen Rundgang. Der Blick aus dem Küchenfenster zeigte ihm die trübe Fassade des Hauses gegenüber. Jemand zog die Vorhänge hinter einem Fenster zu, das unmittelbar darauf vom eingeschalteten Licht in ein tiefrotes Signallämpchen verwandelt wurde. Ein Jahr ging zu Ende. Das Gefühl der Vergeblichkeit, das dieser Gedanke in ihm erregte, erfüllte Hermann mit nagender Verzweiflung. Was hatte ihn dazu getrieben, die Ruhe seiner Jahre durch eine späte Ehe aufzuwühlen? Einsamkeit? War er jetzt mit der schweigenden Gattin in einem anderen Raum derselben Wohnung weniger einsam? Wie viele Nachmittage und Abende hatte er damit zugebracht, sich zu bemühen, ihr Schweigen zu brechen, das er wieder einmal durch eine unachtsame Bemerkung eingeleitet hatte? Als er erneut an der Wohnzimmerschwelle stand, ließ er sich zur Flucht ins Ritual herab und sagte, es wird schon dunkel. Diese Feststellung hatte entweder sie oder er in den halkyonischen Tagen nach der Gründung ihres gemeinsamen Lebens fast täglich und seither hin und wieder vorgetragen. Die Antwort bestand für gewöhnlich aus einem mehr oder weniger wohligen Brummen oder Seufzen, das diesmal jedoch ausblieb. Stattdessen ließ der Kanarienvogel eine neue, schon etwas bluesigere Variante seines Lieblingsthemas ertönen. Hermann war traurig und zornig zugleich. Er wusste, was Henriette bezweckte und fand es unfair und falsch, sich so zu benehmen, aber ihr das mitzuteilen war aussichtslos. Sie würde über seine Erläuterungen hinweggehen, als hätte er nichts gesagt. »Findest du nicht, dass wir uns ein bisschen kindisch benehmen?«, fragte er ins Halbdunkel des Wohnzimmers hinein. Wie erwartet, antwortete sie nicht. Damit hatte er sein Pulver verschossen. Mehr Entgegenkommen durfte sie von ihm nicht erwarten. Wütend schloss er die Wohnzimmertür, zog sich ins Schlafzimmer zurück, legte sich bekleidet aufs Bett, setzte den Kopfhörer auf, wählte ein Heavy-Metal-Album aus seiner Jugend, um seine aufkeimende Versöhnlichkeit zu dämpfen, und blätterte, da er sich auf ein Buch sowieso nicht konzentrieren konnte, in einer Gartenzeitschrift. Während er Bilder von blühenden Hecken und geschwungenen Korbstühlen betrachtete, beschloss er, diesmal erst dann Nachsicht zu zeigen, wenn Henriette von sich aus einen Versöhnungsversuch unternahm. Dass er sich wie ein Trottel benommen hatte, war ihm bewusst, aber grundsätzlich sah er sich im Recht und deshalb unterdrückte er den Drang, hinüberzugehen und sie einfach in den Arm zu nehmen. Diesmal wollte er die Sache ausfechten, bis sie nachgab, ein für alle Mal. Der Kater, dessen feinem Gehör der Lärm in Hermanns Kopfhörern auch durch 2 Wände hindurch nicht entging, erhob sich unter komplizierten Streckungen und Dehnungen, gähnte und blickte hinauf zu dem Vogelkäfig auf der antiken Biedermeier-Vitrine. Dann kletterte er bedachtsam über Henriettes Schulter hinauf, machte einen Satz und krallte sich mit beiden Pfoten an die Gitterstäbe an der Vorderseite. Der Vogel, der das Unheil geahnt und daher seinen Gesang eingestellt und das Raubtier mit geneigtem Kopf beunruhigt beäugt hatte, flatterte in Panik los, während der Käfig langsam nach vorne rutschte, schließlich über den Rand der Vitrine kippte und über Henriettes Kopf und Schoß zu Boden stürzte, dort den Kater unter sich begrub und ihm 4 Rippen brach,
von denen eine seiner rechten Lunge eine Verletzung zufügte, die sofortige erste Hilfe erfordert hätte. Als sich der Kater nicht mehr bewegte, stellte der Vogel sein sinnloses Flattern nach einiger Zeit ein, ließ sich auf der umgekippten Wasserschüssel nieder und kommentierte seine Lage mit einem zaghaften Piepsen. Henriette kümmerten all diese Vorgänge nicht. Sie war bereits seit 3 Stunden tot.